Und schau da, das Gerät ist wieder am Leben. Status. Okay, huch. Ah, auch nicht schlecht. Aha. Aha. Ah, gut, so. About. Toll. Die Setup. Account. Settings. Stream. Alles ist weg. Okay, Preset. Für Stream Settings in HQ. Bitrate 9 Megabit, bitteschön. Average, na sagen wir mal 7000 Average als RTSP Stream anbieten. So. Okay. Na, wenigstens etwas. Und was haben wir hier denn jetzt eigentlich für ein Problem? Settings, Recording. Was ist das hier alles so merkwürdig? Hallo, da. So, beim Thema Recording. Presets. Benutzen wir die Stream-Eingabe, speichern das auf USB im MP4-Format und das funktioniert noch. Und jetzt stecken wir mal einen USB-Stick ran. Man sieht ja auch gar nicht, ob hier ein Gerät eingesteckt ist oder nicht. So, wir sind wieder zurück hier. Ganz kurze Pause gemacht, haben Sie nicht gemerkt. Und jetzt habe ich mal einen USB-Stick auf USB 1 eingesteckt. Und prinzipiell haben wir das Ganze hier jetzt, ja. Wenn wir jetzt hier auf Status gehen, dann steht hier Use Stream Encoding. Okay, so, jetzt gehen wir mal auf Control. Currently Streaming or Recording. Und nehmen jetzt tatsächlich mal auf und dann kommt hier Media Not Present. Close. Und es funktioniert nicht. Status, Media not present. Kann nicht sein, in USB 1 ist ein USB-Stick drin, der muss auch genommen werden. Wir prüfen das nochmal. So, der genutzte USB-Stick war mit NTFS formatiert. Ich habe das eben kontrolliert. Auch hier sieht man natürlich wieder überhaupt nicht, ob das Gerät angeschlossen ist oder nicht. Dafür sind aber die Menüs jetzt vielleicht zum Teil. Wir werden nochmal auf Record gehen. Profiles. Ach so, Audio muss ich natürlich nochmal prüfen. Ah, steht auf HDMI. Ich wähle jetzt mal analog an. Okay. Und jetzt starten wir die Aufnahme. Und jetzt mit FAT32 funktioniert das Ganze hier, obwohl eindeutig drin steht, dass dieses Teil auch NTFS aufzeichnet. Wir holen uns mal wieder unseren Player und wir sehen den aktuellen Stream, der dort läuft. Es handelt sich hier, wie gesagt, um einen Full-HD-Stream, der zur Verfügung steht und parallel aufgezeichnet wird. Das ist die Version, die wir gleich sehen können. Gucken wir hier nochmal rein, sehen wir hier gute 5 Mbit und wir sehen auch hier MPEG 4. Die Audioaufzeichnung. Obwohl wir ja laut Status gar kein Audio haben. Nicht? Im Audiobereich hier sagt er kein Audioeingang, was der Sache ja nun schon mal komplett widerspricht hier an dieser Stelle. Man hört es ja auch. Gut, mal gucken. Die Aufnahme, Settings. So, Control und Stopp. Hallo, Stopp. So. Gut, jetzt wollen wir nochmal gucken, wie die Aufnahme aussieht. Wir haben hier RTSP und wir haben hier... Tja, was ist denn dieser Knopf hier? Müssen wir nochmal schauen. Warten wir mal ab. Stopp.